hier meine Bastelecke ein bisschen neu aufgestellt. Da halt das Labornetzteil, dahinter der Computerbildschirm, da drüben habe ich den Laptop und Mischpult und so. Da sind eben die Bauteile und da vorne habe ich halt jetzt eine Platte mit dem Hochspannungsmodul. Das habe ich jetzt auf eine Platte montiert und ja, da hängt eben die Ansteuerung mit Schalter. Dann der Zellentrafo, eine recht nette Leidener Flasche. Und ja, da habe ich das halt so chaotisch verkabelt. Sehr viel Heißkleber. Mit der roten Krokoklemme kann man die Leidener Flasche dazu hängen oder eben weg. Und der andere Pol, also das ist der Kühlkörper, ist der eine Pol und dieser Stab mit einer Schraube vorn dran ist der andere Pol. Ich habe jetzt hier eine Schraube quasi als den einen Pol, als Blitzableiter. Die Leidener Flasche ist angehängt und jetzt demonstriere ich mal, was man da mit Leidener Flasche für Lichtbogen ziehen kann. Das sind doch gute 20 kV. Ja, also gut 2 cm. Jetzt hänge ich die leider in der Flasche ab. Und ziehe nur Lichtbogen mit dem Zeilentrafo halt. Die werden ein bisschen kleiner. Aber nachdem sie quasi dauerhaft sind, übertragen sie auf einen Fleck wesentlich mehr Energie. Ich glaube, die Spitze von der Schraube wird da ziemlich heiß. Watt kommt in die Ansteuerung rein, ungefähr geht vom Labornetzteil 20 bis 25 Watt aus. Aber in der Ansteuerung sind Verluste, im Zeilentrafo sind Verluste. Ja, gut, jetzt mal zu Experimenten. So, ich habe hier jetzt ein Kleeblatt auf einem Pol und versuche mal mit dem Lichtbogen mit angeschlossener Leidener Flasche da einfach den Stiel wegzubrennen. Das Ziel ist, dass dann die drei Kleeblattblätter einzeln auf dem Kühlkörper liegen. Schau ich mal, ob es geht. Dass die Leidener Flasche wirklich angeschlossen ist, sieht man an dem Lichtbogen, die ich da ziehen kann. Ui, heftig. Abschalten, entladen, wieder drauflegen. Das ist zu leicht. Mal eins ist auf jeden Fall weg. Jetzt kann ich mit der Hochspannung auch Löcher hineinschießen. Jetzt ohne Leidener Flasche ein Zündholz. Also beim Zündholzkopf bin ich mir ziemlich sicher, dass er anbrennt. Hinten beim Zündholz glaube ich, es kommt zu wenig Sauerstoff dazu. Aber schauen wir mal, was draus wird. Mal verkohlen tut's. Ja, Flammen gibt's auch, aber das
Problem ist, wie im letzten Video mit dem Brot, dass das verkohlte Teil wesentlich besser leitet als der unverkohlte. Aber ab und zu sieht man sogar eine kleine Flamme. Jetzt brenne ich einfach mal vorne die Spitze ab. Ja, die brennt schön weg. Was mit einem Zündholz geht, sollte eigentlich auch mit einem... Ja, das ist von einer Pistazie, eine Schale. Komplett trocken. Sollte damit auch gehen. Kann man schreiben. Oder entzünden. Aber jetzt muss ich es abschalten. Ja, es brennt sogar noch ein bisschen. Vielleicht erkennt man es. Ja. Ich habe hier ein Glimmlicht mit integriertem Vollwiderstand. Also das könnte man direkt an Netzspannung betreiben. Aber Netzspannung ist doch langweilig. Gehe ich mal mit so geschätzten 20 kV dran. Da kann man auch die Polung erkennen. Ich glaube, ich verheize das Glimmlicht da auf die Art. Da gibt es natürlich einen Kurzschluss, weil der Pol liegt ja direkt auf dem Kühlkörper. Ich kann aber durch den Glaskolben im ganzen Neon drin ziemlich nette Entladungen ziehen. Verwende ich das Glas als Elektrode, die Spannung reicht aus. Oder ich fahre natürlich ganz einfach unten rein. Wird sehr hell. Ja. Aber bevor ich es jetzt ganz umbringe oder so, lasse ich besser wieder. Ich habe hier ein Stück Lochrasterplatine. Wenn ich da einen Lichtbogen durchziehe, ich meine, es passiert jetzt nichts Besonderes. Ziemlich vorhersehbar. Es entstehen halt lauter kleine Lichtbogen. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera einigermaßen durch, weil das schaut nicht schlecht aus. So Funkenketten. Ich habe hier einen Flaschendeckel, wo Alkohol, also Ethanol drin ist. Und ich denke mal, ich werde es nicht sonderlich schwer haben, den Alkohol damit anzuzünden. Ich gehe jetzt aber mit der Beleuchtung noch wesentlich stärker zurück. So, sieht man fast gar nichts mehr. Aber dafür danach die Flamme gut. Ja, brennt. Ich habe jetzt hier hinten eine Blitzröhre. Die habe ich einfach da in ein Loch im Kühlkörper gesteckt. Und ja, jetzt probiere ich mal vorerst ohne den Kondensator. Also auch schon auf größere Entfernung, wo man dann gar keinen Lichtbogen sehen kann oder fast keinen. Also diese ganz dünnen Entladungen kann man im Xenon doch schon einiges erkennen. Und es riecht ziemlich stark nach Ozon. Jetzt schließe ich aber den Kondi wieder an. Die eigentliche Bestimmung der Blitzröhre ist zwar eine andere, aber man kriegt wesentlich helleres Licht zusammen. Die elektromagnetischen Felder stören dann den Computer sogar schon. Na gut, hier eine winzige E10 Glühbirne. 3,5 Volt
und ich glaube 0,1 Watt. Ja, jetzt fahre ich einmal ohne Kondensator, den habe ich wieder abgehängt. Fahre ich da mal drauf. Passiert eigentlich nichts. Außer, dass ich halt einen schönen Lichtbogen ziehe und den Pol unten ziemlich aufheiz. Jetzt schließe ich aber mal den Kondensator an. Schauen wir mal, was dann passiert. Der hat das nicht lange überlebt. Da sind dann so hohe Ströme, für zwar nur kurze Zeit, aber das hat nach kurzer Zeit den Glühfaden komplett zerfetzt. Ist jetzt recht unspektakulär, weil viel zu wenig Strom fließt. Häng ihn mal an. Oh. Mit Kondensator. Enorm. Durchgebrannt. Also, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass ich die komplett durchschlage. Dabei sind billige Bauteile zu zerstören. Wieso nicht mit einer LED versuchen? Aber das, bis auf das da der Draht anfängt zu glühen, passiert da scheinbar nichts. Ja, wir können das LED zumindest anzünden. So. Auch eine Art, ein LED umzubringen. Na, heftig. Also mit der Hochspannung sollte man, glaube ich, besser aufpassen. Okay, ich hoffe, euch haben die Experimente soweit gefallen und unterhalten. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ich als nächstes mit Hochspannung anstellen kann. Und ja, was ihr zu der Konstruktion da allgemein sagt. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.